Schön, dass ihr hier seid und ich denke, Sie merken jetzt ungefähr das Konzept, eben jeder hat seine ganz besondere Sicht auf dieses Land. Man hätte es auch anders machen können, man hätte auch sagen können, wir nehmen die Gebühren und machen eine Gameshow, irgendwie Brandenburg-Quiz, Platz dagegen, Wovereit oder so. Oder so ein lange Doku, anderthalb Stunden, dann hätten Sie immer Wovereit gesehen und Platz und Stolpe, die immer so Verträge unterschreiben und so. Nein, dachten wir uns, es würde Ihnen auch nicht gefallen, Herr Ministerpräsident, das weiß ich, dass das wahrscheinlich das schöne Konzept ist. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Herzlich willkommen. Ja, mein Brandenburg, natürlich geht die erste Frage an den Ministerpräsidenten. Was hätten Sie für einen Film gemacht? 15 Minuten hätten Sie Zeit gehabt, ganz streng. Und dann mein Brandenburg. Ich habe gerade vorhin gesagt, zwei Themen. Arbeiterklasse hat Andreas Dresen weggenommen. Und ansonsten Uckermark. Uckermark, schönstes Stück von Brandenburg mit Abstand. Eine Polen-Busen-Landschaft, die es in sich hat. Absolut. Und wenn vorhin Intendantin ist gerade raus und gesagt hat, man kann sich noch einen zweiten Blick verlieben, also in die Uckermark auf den ersten Blick. Absolut. Es gibt einen Uckermark-Film zum Glück, ne? Haben wir ja Uckermark-Film. Einer drin? Von Volker Köpp, natürlich, ne? Wer sonst? Und der macht in 15 Minuten wirklich... Das ist an sich schon ein schöner Abend. Ja, absolut, also der Film ist auf jeden Fall dabei. Andreas, vielleicht mal von dir, wie hast du dich entschieden zu sagen, es gibt wie gesagt zwei eher persönliche Essays. Ihr habt von Herrn Grabe mehr Fotos, arbeitet mit Fotos, du arbeitest ja auch mit wirklich altem Filmmaterial. Kannst du das Konzept mal ein bisschen beschreiben? Ja, ehrlich gesagt, wer mich kennt, ist ja mal das Problem, dass ich immer mit den Längen hadere, dass ich also selbst mit zwei Stunden oft nicht hinkomme und deswegen musste ich mich selber so ein bisschen unter Druck setzen und das ist ja auch ganz gut, wenn man nur schon mal Zwänge hat, die einem helfen. Und da dachte ich, ein Essay ist vielleicht ein bisschen schwierig zu realisieren, aber letztendlich, wenn man zu so einem Thema gefragt wird, dachte ich, vielleicht ist der persönlichste Zugang der beste, aber ich habe wirklich dann gefragt, meine engsten Mitarbeiter, mein Kameramann, meine Katerin, mit denen ich sehr lange befreundet bin, ist es so eitel, kann man sowas machen fürs Fernsehen? Ist das, und die haben das durchgelesen und haben gesagt, wenn du das nicht machst, sind wir sauer, also mach das. Also von daher wurde ich auch überredet und Andreas hat einen ermutigt und die ganze Redaktion, die Gabriel Konrad, die ganz lieb mich unterstützt hat, muss ich sagen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht nochmal zurückzogen, weil ich eher im Normalen, dem mich nicht so gern vor der Kamera zeige. Aber hier war es manchmal nötig, dann konnte man nicht drum herum. Das wäre dann auch wieder frei gewesen. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich diesen Schritt. Und wir sehen in diesem Film auch wie bei anderen Autoren, trotzdem ist es auch ein Andreas Kleinert-Film. Also auch der Blick auf verlorene Landschaften, auf zerstörte Landschaften, auf Landschaften und Unbruch. Also auch in 15 Minuten bleibst du dir offenbar auch treu. Ja, das ist ja gut, dass man vor sich nicht wegrennen kann, dass man auch wie immer auf diese Melancholie, die in meinem Film auch wie drin ist, und dieser merkwürdige Humor, irgendwie habe ich schon, ja, das ist ja auch gut so, also man kann sowas gar nicht planen, das passiert einfach, das ist, also wir hätten den Film auch zwei Stunden lang machen können, also natürlich. Wir haben ihn dann natürlich raffen müssen und es ist dann aber auch wieder, ja, man muss ja, Entscheidungen sind immer gut und das macht mir dann auch Freude, dann mich zu entscheiden und zu sagen, so, da ist Schnitt und jetzt aus damit. Und es war natürlich eine lustige Situation, weil wenn man jetzt fürs Fernsehen, dann sitzt man im Kino und sieht auf einmal so in so einer Runde, also schon für mich jetzt auch, muss ich sagen, relativ bewegend, weil ich meine Eltern natürlich da habe und so, das war schon echt, und Claudia kann da dann nicht, die dreht selber in München und Uwe konnte auch nicht, weil er arbeiten muss, weil er jetzt großer Geschäftsführer ist. Ja, so ist das Leben, aber von daher ist es für mich jetzt auch schon irgendwie rührend. Wenn man vor einer Kamera tritt und sich selbst zeigt, tolle Frisur übrigens damals, gar keine Frage. Platzig, wir reden ja oft darüber, ich glaube, dass die Filme auch anders sind dafür und auch, glaube in der Redaktion wurde darüber immer mal wieder diskutiert, was wirklich so Brandenburger Identität ist. Also vielleicht kann da so eine Filme auch helfen, aber mal nachzudenken, eine Antwort vielleicht nicht unbedingt zu geben, aber darüber nachzudenken. Mal jetzt eine Frage. Mhm. Was meinen Sie denn, Herr Platzig? Brandenburg ist? Was Brandenburger Identität ist? Also ich fand eben erstmal sehr schön, es war erstens ein ganz anderer Wandlitz-Film mal. Das ist auch schön. Und zweitens, durch die ganzen 14,5 Minuten sind es immer, zog sich so, dass ich nochmal gesagt habe, auch wenn was vielleicht nicht so toll war, so ringsrum toll, wenn was weg ist, stellt sich immer auch Traurigkeit ein. Da ist immer ein Stück Traurigkeit dabei. Auch Dinge, wo man eigentlich sagt, ich will sie nicht wieder haben. Trotzdem ist man ein Stück traurig. Und das hat er wunderbar in diesen 14 Minuten mit der Kamera eingefangen. Da sagt man dann ganz schnell Ostalgie oder Nostalgie. Nee, es ist auch ein Stück Traurigkeit, weil es weg. Es ist unwiderruflich weg. Und Erinnerungen sind ja trotzdem. Und gelebtes Leben war es trotzdem. Und das fand ich schön. Das hat mich gleich mitgenommen. Was macht Brandenburg aus? Das werden wir heute Abend noch lernen. Also nehmen wir mal an, wenn Andreas Dresen in der Nähe ist, wird keine Skurrilität fehlen, die uns so ausmacht. Ich glaube, wir sind schon ein Stück mit den Füßen immer sehr fest am Boden, schwer da wegzukriegen.
stimmungsmäßig, reden nicht so viel. Es gibt ja diesen schönen Brandenburg-Satz, wenn du da so im Winter an so einem Tisch, bleib mal bei der Ockermark, komme ich nämlich gerade her, kommst und dann sitzen da welche und der Fremde kommt und dann sagen sie Tag und dann ist Ruhe. Und wenn ihr nach einer Weile fragt, warum redet ihr nicht? Wir müssen ja noch Tschüss sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Und das ist ja auch schön. Also dieses, ich finde immer, wir reden ja oft über, warum Berlin und Brandenburg nicht so ganz zusammenkommen und warum das oft nicht so passt. Ich finde es nicht so verwunderlich. Wenn du in einer Stadt sozialisiert wirst, die dichtest besiedelt ist mit 3000 Einwohnern auf einem Quadratkilometer und Brandenburg in Teilen ist nach UN-Kriterien unbesiedeltes Land, weil unter 30 Einwohnern, da kannst du sagen, wenn du in Berlin groß wirst, musst du laut sein, musst du die Ellenbogen draus haben, sonst kommst du ja nicht vor. In Brandenburg kannst du laut sein, hört nur keiner. Also von daher ist das automatisch, dass unterschiedliche Mentalitäten daraus geboren werden. Und das sollten wir einfach auch akzeptieren. Ich liebe diese Mentalität. Professor Sokko, alternativer Nobelpreisträger, hat uns neulich gesagt, in wenigen Jahrzehnten wird das unbezahlbarste Gut, was es gibt, die Stille sein. Und davon hat man in Brandenburg an vielen Stellen auch was sehr Schönes. Werden wir noch genießen lernen. Das macht vielleicht alles ein bisschen aus. Nachher im Film von Volker Köpp in der Ockermark hören, wie die Windräder dröhnen. Dröhnen ist relativ. Ja, ne? Film, das kann man mit dem Ton auch gut machen. Jedenfalls wollte ich sagen, letztlich ist ja der Film von Andreas genau das dagegen belegt. Hier ist ein Berliner eigentlich, der die Brücken biografisch schlägt und zwar ganz natürlich schlägt. Also ohne nun sich zu entscheiden, ich will auch was in Brandenburg haben, sondern es ist ganz eindeutig ja auch ein Teil von Berliner Erlebniswelt, wenn man so will, biografisch. Ja klar, also ich, komischerweise ist es auch heute noch, weil ich das ja auf meinen Arbeitsweg auch und so, also ich habe da keinen, das ist eine Normalität logischerweise, es gehört ja damals was in Frankfurt und Bezug Frankfurt, Bezug Potsdam, also deswegen war es mir ja so wichtig, diesen, was keinem mehr so bewusst ist, auch aus unserer Generation, wenn man sagt, da war wirklich so diese Kontrolle, ja, das ist oft, dass wir als DDR-Bürger oft an dieser, das ist ja keinem mehr bewusst, weil das, man verdrängt ja auch so Sachen, also das dachte, habe ich mich einfach erinnert, dass wir mal meine Westtante verstecken mussten im Auto und so, also fand ich irgendwie, das sind so Erinnerungen, die dann wieder hochkamen. Also man muss sich auch sehr bemühen, an Dinge wieder zu denken und sie zu rekapitulieren. Also die gehen einfach flöten langsam. Mhm. Ja. Dass es davon auch Aufnahmen gab, war ich ganz fasziniert, dass ich wieder die Ausweis kontrolliert werden musste. Mich auch noch gut daran erinnern. Die Filme, also ich kenne sie alle schon. Übrigens, wie skurril ist diesmal nicht Andreas Dresen zuständig, sondern wirklich für die Arbeiterklasse. Skurril ist von anderen bedient. Aber das nur so ganz kurz. Was die Filme übrigens auch erzählen, das fand ich eigentlich sehr schön, ist, wenn sie haben sehr kritische Dinge über den Vereinigungsprozess gesagt. Hier findet dann teilweise Vereinigung ganz unauffällig und ganz, ganz unaufgeregt statt. Also es gibt dann plötzlich Polen, die da wohnen und ganz aufgenommen werden in eine Gemeinschaft zum Beispiel oder eben auch Westdeutsche sogar, die von ganz... Wenn sie in der Uckermark sind, dann wird plötzlich ganz harmonisch. Also das ist, finde ich, ein ganz interessanter Prozess irgendwie, der dann ganz in die andere Richtung vielleicht harmonischer verläuft. Also ich habe ja nie in Zweifel gesetzt, dass es Gutes gibt, sehr viel Gutes, Integration gelingt und. Dass ich nur so als Déjà-vu hatte. Da saß du in so einer allgemeinen Euphorie, also... Alles ist dankbar, alles ist froh, alles ist am Jubeln. Sagst du mal 3, 4 Punkte, du sagst, Kinder, denk mal nach. Wir haben lauter Umfragen, dass etliche noch nicht angekommen sind. Lohnt ja das Nachdenken, warum sind sie nicht angekommen? Was haben wir falsch gemacht? Kaum sagst du das, wirst du von früh bis abends Tresche. Da habe ich gesagt, das kommt mir alles bekannt vor. Also ich bin jetzt dankbar und bin fröhlich und jubel auch, morgen und übermorgen sowieso. Aber war alles schon mal da. Und deshalb sage ich, haltet ein. Also wenn wir darüber nicht mehr reden können, was offenkundig viele Leute empfinden, mich stört, dass wir schon wieder eine duale Wahrnehmung haben. Auf der einen Seite gibt es das Offizielle, soweit sind wir schon wieder, Springer an der Spitze. Auf der anderen Seite gibt es Frühstücks- und Abendbrotgespräche, die sich davon manchmal signifikant unterscheiden. Und nicht mehr zu Hause bei den Leuten. Und ich möchte gerne, dass das nicht wieder so eine Schere wird, sondern dass wir eine gemeinsame Wahrnehmung von dem haben, was war mit seinen sehr guten, aber auch mit seinen nicht so guten Seiten. Und das muss noch erlaubt sein. Vielen Dank. Ist erlaubt. Vielen Dank.